Moin liebe Bastelfreunde, in diesem Video möchte ich einen japanischen Kana-Hobel schärfen. Ich habe schon mehrere alte Hobel von meinem Opa aufbereitet, also abgeschliffen, eingeölt, die Schärfen neu, die Klingen neu geschärft und so wieder einsatzbereit gemacht. Und ich habe mir einen super billigen japanischen Kana-Hobel beschafft. Verlinke ich unten. Der hat, glaube ich, nur 18 Euro gekostet. Ist so schon gar nicht so schlecht, aber man sieht schon an den Schleifspuren, dass der maschinell ganz einfach abgerichtet ist. Und das möchte ich jetzt per Hand noch ein bisschen schärfer machen. Alles, was wir dazu brauchen, ist ein Schleifstein. Den habe ich hier schon mal gewässert. Ich habe nur einen mit 400er und 1000er Körnung, aber das soll für diese Zwecke jetzt reichen. Dann habe ich noch ein Zieheisen, mit dem wir nachher die Unterseite noch etwas bearbeiten. Man sieht hier eindeutig die maschinell gefertigten Schleifspuren.
Yeah.